Herzlich willkommen in der Videoreihe zu den Exerzitien im Alltag. Heute ist Aschermittwoch und normalerweise würde sich unsere Gruppe jetzt zum allerersten Mal treffen. Wir würden als Gruppe zusammenkommen, um uns einzustimmen auf die Begleittexte, die uns durch die Fastenzeit führen sollen. Für alle, die noch keine Exerzitien im Alltag gemacht haben, möchte ich kurz zusammenfassen, worum es da eigentlich geht. Exerzitien sind geistliche Übungen. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen. Zum Beispiel kann man sich allein oder in einer Gruppe irgendwohin zurückziehen. Man kann eine Woche wirklich schweigen. Man kann unterwegs sein, zum Beispiel in Wanderexerzitien und, und. Es gibt viele Formen und eine Form sind die Exerzitien im Alltag, die sich über die Fastenzeit erstrecken. Da bekommt man jeden Tag einen Impuls, widmet sich jeden Tag einem bestimmten Gedanken, einer Schriftstelle oder irgendeiner Übung. Und eigentlich würden wir jede Woche zusammenkommen, um uns auszutauschen über diese Themen, darüber, wie es uns ergangen ist. Das geht dieses Jahr nicht, deswegen wird jede Woche so ein kleines Impulsvideo kommen, wo ich ein bisschen zusammenfügen möchte, was wir durch die Woche so erlebt haben. Außerdem für alle, die sich angemeldet haben, soll es eine Austauschmöglichkeit geben. Wie das genau funktioniert, kommt per E-Mail und wer sich noch dafür interessiert und mit einsteigen möchte, der kann sich unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse bei mir anmelden. Nun möchte ich mich gerne um die konkrete Gestaltung der Exerzitien widmen. Dieses Heft gibt viele Impulse vor. Wenn es um geistliche Übungen geht, dann ist es natürlich wichtig, dass man die nicht irgendwie schnell runterliest, sondern sich wirklich Zeit lässt dafür. So viel Zeit, wie man selbst dafür braucht, damit man es in Ruhe gut machen kann. Es empfiehlt sich, deshalb eine Tagesstruktur anzulegen. Vielleicht beginne ich jeden Tag mit einem bestimmten Gebet oder ich suche mir immer wieder ein anderes heraus. Ich richte mir eine bestimmte Zeit am Tag ein, die dann wirklich dafür gedacht ist, wo ich mich nicht ablenken lassen kann, wo ich wirklich Zeit dafür habe. Vielleicht empfiehlt es sich auch, einen bestimmten Ort aufzusuchen, diesen entsprechend vorzubereiten, eine Kerze anzuzünden, sodass ich wirklich meinen Kopf frei habe und wirklich bereit bin, mich diesen Impulsen zu widmen. Und dann ist es ganz wertvoll, wenn ich am Ende des Tages mit einem wohlwollenden Blick auf meinen Tag zurückschauen kann, mit dem Tagesrückblick, der auf der Rückseite des Heftes ist. Und so können wir Woche für Woche durchgehen, können uns diese einzelnen Impulse einteilen und schließlich dann immer am Ende einer Woche eine kleine Rückschau halten und vor allem auch festhalten, was hat uns besonders berührt, was war besonders wertvoll, ja, was will ich mir auf jeden Fall behalten. Und nun soll es noch um den Inhalt der Exerzitien gehen. Begleiten durch diese Zeit wird uns vor allem der heilige Franz von Assisi. Er führte ein beeindruckendes Leben mit einem noch beeindruckenderen Lebenswandel. Es ist bekannt, dass er als Sohn eines Kaufmanns erst einmal in dessen Fußstapfen treten sollte. Er führte als junger Mann ein sehr ausschweifendes Leben, feierte Feste und verprasste das Geld, lud seine Freunde ein. Diverse Schicksalsschläge aber brachten ihn dazu, dieses Leben zu überdenken. Das gipfelte dann vor allem in einem Prozess, den er gegen seinen eigenen Vater führte, der dessen Lebenswandel nicht akzeptieren wollte. Und da kam es zu einer beeindruckenden Situation, dass sich Franziskus auf dem Marktplatz, wo dieser Prozess geführt wurde, vollkommen entkleidete, sein ganzes Erbe seinem Vater übergab und sagte,
Bislang habe ich dich Vater genannt, von nun an aber habe ich nur noch den Vater im Himmel. Und er widmete sein ganzes Leben lang den Armen, den Menschen, die seine Hilfe brauchten. Armut wurde ein ganz großes Thema in seinem Leben und auch seine Verbundenheit zur Schöpfung. Diese wurde vor allem sichtbar in seinem berühmten Sonnengesang. Dieser Sonnengesang ist Ausdruck einer Sichtweise, die alles, was Gott uns schenkt, ganz nahe an uns heranlässt. Bruder, Schwester, Mutter nennt Franziskus dort die Welt und all die großen Geschenke Gottes. Dieser Sonnengesang wird uns vor allem durch diese Exerzitienzeit dieses Jahr begleiten. Bevor wir nun einzeln in diese erste Exerzitienwoche starten, da lade ich ein, dass wir gemeinsam das Titelbild der ersten Woche betrachten. Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und die Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie, und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Im Einklang sein mit dem Schöpfer. So ist diese erste Woche überschrieben. Ich wünsche Ihnen, dass dieses Titelbild über dieser Woche stehen möge, dass dieses Licht, das da hervorbricht, Sie erhellen möge und dass der Segen Gottes Sie begleite in dieser Woche. Alles Gute.